haben, dass, als, dass die, die Phänomene jener Zeit faszinierend und kompliziert und irgendwie bedeutsam empfunden, aber niemals in dieser Form übersetzt in das, was parallel auf der Welt gerade passiert. Das hat, hat uns eigentlich auch immer selber überholt und überrollt. Die vierte Staffel von Babylon Berlin beginnt in der Silvesternacht von 1930 auf 1931. Ein SA-Trupp unter der Führung von Walter Stennes marschiert durch die Stadt und zerstört jüdische Geschäfte. Charlotte Ritter wird zu einem Tatort gerufen, wo ein junger Mann vom Dach eines Kaufhauses in den Tod gestürzt ist. Und der exzentrische Unternehmer Alfred Nüssen gibt eine riesige Party, auf der er eine Ankündigung macht. Die kreativen Köpfe hinter Babylon Berlin sind die Regisseure und Drehbuchautoren Tom Tykwer, Henk Handlückten und Achim von Borries. In Berlin haben wir die drei zum Interview getroffen. Hallo Henk, Tom und Achim. Was könnt ihr denn über die vierte Staffel verraten, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen? Also worauf können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Ja, also erstmal auf neue Milieus der Stadt, die Sie bisher noch nicht gesehen haben, die wir noch nicht betreten hatten, weil wir natürlich auch von Roman zu Roman fortschreiten, die Romane von Volker Kutscher. Der dritte Roman heißt Goldstein und Goldstein ist ein Gangster mit Wurzeln in Berlin, jüdischen Wurzeln in Berlin, der zurückkommt aus den USA, um hier eine familiäre Angelegenheit zu lösen. Also das führt uns zum Beispiel in eine Welt, die wir bisher noch nicht kannten, irgendwie die Welt des, des Scheunenviertels, des Städtels, des orthodoxen Judentums in Berlin. Und zum Beispiel, was haben wir noch? Naja, also wir springen ein Jahr, was für uns ein großer Sprung ist, weil wir in den ersten drei Staffeln ja so mühsam uns von Monat zu Monat bewegt haben. Es gibt einen Sprung, der aber auch wirklich konsequenzenreich ist, weil das, was wir vorher nicht so versucht haben, ein bisschen zu verhindern, das, was natürlich allen Leuten im Kopf schon so mit rumflirrt, dass das doch die Zeit ist vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Da wollten wir sehr deutlich machen, dass es etwas war, das bis kurz vor Ende der Weimarer Republik eher im Untergrund oder im Hintergrund oder einfach auch noch gar nicht wahrnehmbar stattgefunden hat und dann relativ drastisch plötzlich gekippt ist. Und man, jeder, der die Serie bisher gesehen hat, dem wird es sehr schnell auffallen, eigentlich schon in Episode 1, was für eine plötzliche Präsenz und Vehemenz die Faschisten plötzlich hatten. Und wir versuchen das aber auch auf eine Weise zu beleuchten, die das nicht einfach auch nur drastisch darstellt, sondern die zeigt, wie sehr die, denen es aber auch gelungen ist, damals sich in das Alltags- und in das Stadtleben sowohl zu integrieren als auch einzumischen. Du hast gefragt, worauf sich die Zuschauer freuen können. Also sie können sich freuen auf eine, glaube ich, so lustige Staffel, wie wir sie noch nie hatten, und gleichzeitig auch eine so brutale. Wir haben einen Bandenkrieg, wir haben einen Tanzmarathon, wir haben, wir sind, glaube ich, so politisch wie selten. Wir haben eine, wir gehen in den Sportpalast mit 20.000 Zuschauern und dem Sport und den Wetten, die dort abgeschlossen werden, und natürlich führt das bei Babylon ja auch immer zur Konsequenz. Wir gehen ja nicht einfach nur so hin, sondern da geht es um Wettbetrügereien und es gibt eine Figur, die Berlin und die Unterwelt und das filigrane Gefüge aufmischt und was zu einem, ja, ich würde mal sagen, noch nicht dagewesenen Eskalation führt. Okay, da ist ganz schön was los bei uns, glaube ich. Wir fliegen mit dem Zeppelin durch die Stadt, also wir haben es, glaube ich, noch mal krachen lassen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und ich hoffe oder ich denke, wir langweilen nicht. Absolut, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und neben euch dreien gab es ja diesmal noch zwei weitere Autorinnen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man zu fünft eine Staffel schreibt? Also vielleicht könnt ihr da so ein bisschen Einblick in diesen Gesamtprozess geben. Also das unterscheidet sich jetzt nicht so sehr von dem Vorgang, der es zu dritt ist, weil man am Anfang in einem Zimmer sitzt und anfängt, die Bausteine zusammenzusetzen. Also wir haben natürlich immer eine Vorlage schon mal, also wir haben den Kutscher,
also den Roman. Dann haben wir aber auch ja ein großes Ensemble an eigenen Figuren, die wir diesem Universum hinzugefügt haben und auch wirklich einen Plot, die wir weitererzählen müssen. Und das haben wir zu fünft genauso gemacht. Der entscheidende Faktor war aber auch, dass wir wirklich das Gefühl hatten, dass es einfach auch mal sehr hilfreich sein kann, frische Perspektiven auf die Figuren zu bekommen und eine ganz andere Haltung, auch mal vielleicht mal was anderes zu brechen. Und dass es für uns immer eine außerordentliche Belastung war, in diesem Druck, in dem ja so Serien produziert werden, da wir diese Personalunion haben von Regie und Autor, dass wir dadurch, dass wir normalerweise am ersten Tag nach Drehschluss immer schon uns eigentlich morgens hinsetzen mussten und loslegen mit der nächsten Staffel und schreiben, konnten wir das jetzt ein bisschen besser auch gar nicht delegieren, sondern die beiden haben einfach irre gut für uns schon vorarbeiten können, während wir uns erstmal in den Schnitt gestürzt haben. Und das war eine ganz gute Art, sich Bälle zuzuschmeißen. Und natürlich zu fünft ist man natürlich auch stärker, weil man kann es anders verteilen. Und wenn einer sich ganz versenken will im Schnitt, dann kann er auch mal wegbleiben, weil es sind ja noch vier andere da, die was tun. Genau, und vielleicht nochmal, wie konkret muss man sich das vorstellen? Also gibt es dann zum Beispiel so, dass man wegen, jetzt du schreibst den Handlungsstrang weiter oder kümmerst dich um die Figuren, die anderen von euch um die anderen Figuren, also diese Fünferkonstellation, wie muss man sich das vorstellen? Na, das ist jetzt nicht so anders, als wir es bisher auch immer gemacht haben. Also eigentlich haben wir das immer so aufgeteilt, dass wir zuerst mal einfach die... Das ist ja eine ganz technische Frage jetzt, ne? Genau. Okay, also ganz einfach wirklich nur auf Karten ganz, ganz konzentriert die Handlung aufschreiben, also A trifft B und so weiter. Pro Karteikarte eine Szene. Ja, und dann haben wir jetzt, das sind bei uns immer so ungefähr 40 Karten, dann wissen wir, das ist eine Episode. Dann teilen wir das auf, also das machen wir meistens für 3 oder 4 Episoden, dann teilen wir das auf in verschiedene Blöcke. Und jeder von den 5 Autoren und Autorinnen schreibt dann eben eine Sequenz zum Beispiel. Ja, aber nicht jetzt eine ganze Episode oder so. Und dann, wenn das einmal in der allerersten Fassung da ist, geht der nächste wieder drüber. Und so geht es immer wieder und immer weiter, bis eigentlich jeder überall war. Ja, das ist es. Jeder war irgendwann überall und hat es besser gemacht. Das ist ja eine Erfahrung, wenn man im Kollektiv arbeitet, und das sehen wir ja schon lange, irgendwie auch als Regisseure nicht unbedingt ein natürliches Habitat oder für Regisseure, aber eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass der Film, die Serie, das Produkt immer das Größere ist eigentlich und auch größer als unsere eigenen Vorstellungen vielleicht, und es besser wird, wenn die anderen da mit drauf gucken und einem vielleicht auch mal auf die Finger klopfen und so weiter. Und natürlich ist es gerade im Schnitt dann zum Teil auch sehr, sehr schmerzhaft, wenn ich eine Szene geschrieben oder nicht inszeniert habe und geschnitten, und dann kommen die Kollegen und finden die halt dann noch nicht so toll oder schneiden die um oder wie auch immer. Und so geht es die ganze Zeit, auch bei einer Episode. Das ist ja nochmal so eine Episode zu schneiden, ist ja nochmal wie so ein Teppich zu knüpfen oder so eine Erzählung dann zu verdichten und zu vollenden eigentlich. Und das braucht ein paar Mal verschiedene Anläufe. Ja. Also bei uns ist es aber auch so, dass dadurch, dass wir diese ganze Unternehmung Babylon Berlin als einen großen Film sehen, mehr als eine Serie, die sozusagen auch von Staffel zu Staffel sich vielleicht gar nicht kümmert, was in der letzten war, das ist ja bei uns nicht so. Das ist tatsächlich, das baut aufeinander auf und man kann sich das hintereinander angucken. Und das führt aber auch dazu, dass wir nicht einfach nur Episoden schreiben können und die dann auch gleich produziert werden oder so. Ja, bei uns ist es so, wir müssen wirklich bis zum Ende kommen, bis zu den 12 Folgen, wie bei einem Spielfilmdrehbuch. Und dann stimmen ja ganz viele Sachen bei der ersten Fassung überhaupt nicht. Ja? Und da muss man deswegen auch immer wieder rübergehen und so. Also das ist eher, man muss sich das eher vorstellen wie das Schreiben eines Spielfilmdrehbuchs. Und wenn ihr jetzt eben die 4. Staffel schreibt, habt ihr ja den Vorteil, dass ihr wisst, wie quasi die Schauspielerinnen und Schauspieler agieren. Das heißt, wenn man anfängt zu schreiben, hat man vielleicht eine Besetzung im Kopf, aber hat ja noch nicht die Leute spielen sehen. Und ist es jetzt vielleicht so bei der 4. Staffel, also zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von Lars Eidinger, und Alfred Nüssen hat ja also in dieser Staffel so geniale Szenen. Und gerade, weil ja Lars Eidinger immer so dieses leichte Over the Top, kann er ja perfekt. Ist es dann eben so, dass man dann beim Schreiben schon bewusst sich überlegt, ja okay, das ist jetzt was, das schreiben wir ihm sozusagen auf den Leib. Wenn es nicht Lars gewesen wäre, dann oder es nicht so genial gespielt hätte schon von Anfang an und so viel Freude uns gemacht hätte, hätten wir doch
die nie so weiterentwickelt, sondern wäre halt Nissen irgendwann vielleicht so ein bisschen ausgeplätschert. Aber das kann man so nicht sagen, es war schon auch eine Idee, die Eliten sozusagen, eine Figur in den Eliten zu verankern oder in der Top 1% Elite, ja. Ja, aber es gibt natürlich auch immer wieder Figuren, die vielleicht nicht ganz so im Vordergrund stehen, die einfach dadurch, dass die Schauspieler oder die Schauspielerin so toll war, dass wir dann sagen, okay, das kann es noch nicht gewesen sein. Ja? Also Wegner ist zum Beispiel so eine Figur von Holger Handke gespielt, weil der Holger einfach so toll ist. Und dann macht man, oder Toni natürlich auch, wobei Toni auch eine Geschichte ist, die angelegt ist bei Volker Kutscher, also mit der obdachlosen Jugendlichen. Aber das war dann irgendwie klar, dass wir nicht noch jemand Neues dazu erfinden, wenn wir die großartige Irene Böhm haben. Ja? Also da gibt es einfach immer wieder, es ist sozusagen aber auch ein Geben und Nehmen, ja? Also mit den Schauspielern. Und auf der anderen Seite ist es auch immer so, dass je tiefer man jetzt dringt in der Zusammenarbeit mit den Hauptdarstellern oder auch Nebendarstellern, dass man immer mehr Facetten natürlich auch entdecken kann und auch aufpassen muss, finde ich, weil die Frage war ja gerade nach dem Schreiben, dass man eben nicht zu sehr etwas vielleicht wiederholt, was beim letzten Mal toll war oder so, weil da hat man dann als Schauspielerin oder als Schauspieler nicht mehr großen Gestaltungsrahmen. Ja? Dann zwingt man sozusagen die Schauspieler, sich zu wiederholen. Und das ist halt natürlich tödlich. Auf der anderen Seite hat man natürlich so jemanden wie Kartelbach im Ohr, ja? Also wie der spricht oder so. Das ist natürlich toll. Also das musste man ja erstmal finden und jetzt hört man halt sofort, wie Karl Markowitsch spricht. Und das hilft natürlich auch dann. Genau, und wenn es jetzt eben zum nächsten Schritt geht, also zum Inszenieren, ist es dann so, wenn man jetzt die vierte Staffel angeht, dass das schon alles viel, viel eingespielter ist und man dann eher, also dass bestimmte Sachen, sag ich mal, vielleicht ein bisschen schneller von der Hand gehen? Du kommst ans Set und weißt, dass alle schon auf dem Weg sind in die Szene rein und die Szene zur Hälfte schon verinnerlicht haben. Und nicht alle erstmal rumstehen und sich fragen, wo geht's denn jetzt hin? Das ist ein unglaublicher Unterschied. Und die Energie, die daraus entsteht, ist insofern toll, als dass man dadurch eben auch manchmal abbiegen kann in so Gegenden, die man gar nicht kommt, weil man das meist in der Zeit gar nicht schafft. Also auch nur so ist das möglich. Also gerade mit den Protagonisten erlebt man, glaube ich, in der vierten Staffel Dinge, da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, dass die das machen in der ersten Staffel und dass die so sein können und dass die Schauspieler das auch können. Und jetzt weiß ich natürlich, was die alles können, worauf ich nie gekommen wäre und lasse mich davon gerne führen. Ein paar Geschichten haben wir aber natürlich auch schon damals angedacht. Denk mal, die Geschichte von Helga war uns klar, wo die hinführt. Geliebte von Gerion, die jetzt die Frau Nüssen wird oder sowas. Und Hanna Herzsprung. Hanna Herzsprung, genau. Oder auch Charlotte und ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Familie und Ruckeli Trollmann, der da mit reinspielte, das ist alles schon in Episode 1 mitgedacht gewesen. Tatsächlich mal. Also vielleicht nicht in der ganz letzten Konsequenz, aber als Idee gab es das schon. Und, aber die Frage drehte sich um den Dreh. Team. Und ja, der Dreh. Ja. Nee? Unsere Vorbereitung beim ersten Staffel erinnere ich manchmal noch gerne, weißt du, wie Monate wir da auch mit dem Team verbracht haben, wo wir Filme geguckt haben mit dem ja doch inzwischen ein 100-Mann-Team oder mehrere 100 Mann, die da mitarbeiten oder Menschen. Filme geguckt haben, Vorträge, wo wir in diese Zeit, die sich auch diese Zeit erstmal erarbeiten mussten, in jeder Abteilung, von dem Szenenbild natürlich bis zum Kostüm und Maske und so weiter. Und das ging heute das ist ja eine Familie geworden, das können die heute auch anstellen, einfach anknipsen. Das geht in 8 Wochen dieses Mal, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ja, dass sowas bei so einer Unternehmung passieren kann. Ja. Es ist schon interessant, dass das ein sehr großer Unterschied ist zur sonstigen Position eines Regisseurs. Weil eigentlich ist man als Regisseur, wenn man das auch noch selber geschrieben hat, eigentlich der Einzige mehr oder weniger, der weiß, wie das dann aussehen soll. Und jetzt ist das natürlich gar nicht so, weil alle, die da am Set stehen, wissen, wie es aussehen soll. Ja? Mhm. Und das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Also es erleichtert die Kommunikation immens. Und das ist ja übrigens bei der Drehbucharbeit auch so. Also die allerlängste Zeit haben wir damals gebraucht, um hinzukriegen, was das für einen Ton hat, das ganze Ding. Das weiß man einfach erstmal nicht. Und das muss man rausfinden, bis wir dann irgendwann gesagt haben, ja, das
Das ist es und das ist es nicht. Ja, und insofern, natürlich, das wird dann schon schneller. Aber jetzt gibt es dadurch, also wieder andere Fallen, nämlich dass man nach diesem Beamtenmäßigen, das haben wir aber immer so gemacht, vorgeht und das ist halt verboten. Ja, also das ist einfach ein Argument, was einfach nie zählt. Und wann immer wir das gehört haben, haben wir gesagt, Moment mal, nee. Ja, also das haben wir immer so gemacht, es halt, gilt halt nicht. Genau, dazu jetzt quasi eine Art Anschlussfrage. Natürlich ist es ja wichtig, so den Spirit oder die Sachen, die vielleicht auch die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Serie mögen, zu bewahren, aber gleichzeitig, wie du auch eben schon meintest, man will ja auch was Neues bringen. Also wie schwierig ist es eben, diese Gratwanderung auch zu schaffen, dass man zum Beispiel nicht jetzt irgendwas macht, wo man dann vielleicht irgendwie, sag ich mal, übers Ziel hinausschießt oder wo die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr mitkommen und aber trotzdem die mitnimmt, wenn man jetzt irgendwas Innovatives bringt, die halt die Staffeln 1 bis 3 schon sehr toll fanden. Ja, erstaunlich ist, dass die Grenzüberschreitung eigentlich, wenn wir darüber sprechen, eigentlich immer das ist, was sich komischerweise durchsetzt. Man muss halt sehr streng sein. Man muss sehr streng sein, weil man wirklich, ich meine, das sind jetzt 40 Folgen. Es gibt auch immer wieder Situationen, die sich natürlich wiederholen. Ja? Leute sitzen zusammen zu Hause am Tisch, soll halt mal vorkommen, ja, und so, also das lässt sich auch nicht vermeiden, aber also erstens haben wir den großen Vorteil, dass die Locations ja nicht von immer dem gleichen Regisseur bedient werden, sondern wann immer es geht, wechseln wir uns da eben auch ab, und das hilft schon mal total, wenn man einen Raum völlig anders gestaltet oder erzählt, wo einer von den anderen beiden schon da war. Das ist sehr hilfreich, um sich nicht zu wiederholen, und dann aber auch, also eben vor allen Dingen in der Drehbucharbeit zu sagen, nee, das haben wir schon mal gehabt, das ist ja jetzt im Grunde genommen das Gleiche in Grün, ja, und das, da muss man dann einfach wirklich den Finger auf die Wunde legen und sagen, so geht es nicht, müssen wir was anderes einfallen lassen. Oft sind es ja Konflikte von Figuren, die in Serien toll funktioniert haben oder die dann wiederholt werden, das ist etwas, was wir versucht haben zu vermeiden. Andererseits gibt es Konflikte, die so großen Spaß machen, wie zum Beispiel die Figur von Nüssen mit seiner Mutter. Die musste man einfach, die kann man ja nicht aufhören. Ja, das ist ja, das will man ja auch sehen. Und da muss man sich halt dann was noch Besondereres einfallen lassen, damit das auch weiter Spaß macht. Ja, aber ich meine, ich glaube, da kann man ehrlich gesagt auch dem Gefühl vertrauen, weil wir sind ja auch Zuschauer unserer eigenen Serie, das muss man ja auch sagen, ja, wir gucken es ja auch gerne mal, also jetzt, dann als Zuschauer und mit Publikum und sehen ja dann auch, erleben ja dann auch mit dem Publikum, wie etwas ankommt, oder das ist eine Gefühlssache, würde ich sagen, in diesen Wiederholungsfragen, oder? Aber vor allen Dingen gucken wir andere Serien und erleben ja auch oft, was so passiert, wenn denen die Luft ausgeht. Also wirklich so das Schlimmste, was es gibt für mich. Also auch dieses Problem, dass ja viele Leute dann sagen, ach, ich muss jetzt trotzdem zu Ende gucken, ich habe jetzt einmal angefangen, aber ich merke eigentlich an allen Ecken und Enden, die haben gar nichts mehr zu sagen. Und in unserem Fall, also das ist wirklich, das haben wir uns so ans Revers geklebt, dass wir sagen, es muss immer intensiver werden. Es muss auch immer interessanter werden, weil erstens war die Welt damals wirklich komplex und interessant. Unsere Figuren sind so reich. Wenn wir die irgendwie im Stich lassen, dann einfach nur, weil wir Luschen geworden sind, aber nicht, weil das nicht möglich wäre. Insofern, das war ein absolut kategorischer Anspruch. Also insbesondere an die vierte Staffel, was eine ist, wo viele schwächeln. Genau, also ich kann das wirklich bestätigen. Also ich fand auch gerade so wirklich, wie auch die kleinsten Nebenfiguren weiterentwickelt wurden und die alle haben irgendwie eine Persönlichkeit. Das heißt, alle Figuren sind gefühlt greifbar. Da ist jetzt niemand, wo man halt denkt, ah nee, das ist jetzt irgendwie jemand, der so, sag ich mal, für die Handlung einfach dazugeschrieben ist. Also wirklich. Kann ich sagen, ja, gerne. Das ist wirklich auch was, wenn man, jeder, der vielleicht auch mal was schreibt, ich habe das wahrscheinlich immer schon beherzigt, aber ich habe es eigentlich jetzt hier in der Tiefe gelernt, was es bedeutet, wenn man halt auch so ein bisschen ein Figurenpanorama hat, also nicht nur zwei oder drei oder vier Hauptfiguren und alle anderen sagen nur einen Satz, sondern ja unsere Welt sich ja natürlich primär auch über die Charaktere erzählt, und dass es zu einer Art von Dogma geworden ist, dass wenn wir sagen, okay, eine Figur ist nicht nur da, um eine Tür aufzuhalten, ab dem Moment, wo sie den Mund aufmachen darf, müssen wir es schaffen, ihr
irgendwie eine zweite Ebene zu geben. Weil natürlich jeder Mensch eben dreidimensional ist. Und ab dem Moment, wo etwas passiert, dass wenn eine Situation der anderen vielleicht ein bisschen widerspricht oder sie unerwartet ergänzt, ist es plötzlich eine plastische Persönlichkeit. Ne? Selbst wenn die nur ein paar Minuten Präsenz im Film hat. Wenn die 30 Sekunden im Film hat. Ja? Ja. Ein Pförtner oder einen, was auch immer. Ja, ja, aber ja. Gut, es ist ja dann immer auch eine Herausforderung, da noch eine zweite Note reinzubringen. Ja. Also da so ehrgeizig wie nur irgend möglich mit zu sein, hat dann dafür gesorgt, dass ich behaupten würde, dass wir haben, glaube ich, 150 ungefähr Sprechrollen in dieser Staffel, dass bestimmt also die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel von denen substanzielle Charaktere trotzdem sind und man sich sogar immer noch vorstellen könnte, mit denen auch nochmal um die Ecke zu gehen und noch eine Szene zu erleben, die einen auch interessiert. Genau. Mhm. Genau, und auch gerade, was du eben schon meintest, dieses, dass man auch hier wirklich, also von, wirklich würde ich sagen, von Folge 1 bis jetzt auch über die vierte Staffel hinweg, hat man wirklich, man will wissen, wie es weitergeht. So, man interessiert sich für sowohl die Figuren, die ganzen politischen Vorgänge. Würdet ihr vielleicht auch sagen, dass das damit zusammenhängt, dass natürlich sich viele Sachen, die in den 20ern, 30ern passiert sind, jetzt ja in gewisser Weise gesellschaftspolitisch wiederholen? Also würdet ihr sagen, das hängt auch damit zusammen, dass die Serie so unfassbar erfolgreich international geworden ist? Also die Aufladung ist natürlich nicht zu leugnen. Es gibt eine Aufladung, die, wenn dann unserem Instinkt geschuldet ist, dass wir wahrscheinlich irgendwie eine Akutheit empfunden haben, die wir übersetzt haben. Aber wir haben ja niemals absichtsvoll versucht, krisenhafte Zusammenhänge der Gegenwart in die Vergangenheit zu schleusen, sondern der Weg war genau umgekehrt. Wir haben das als die Phänomene jener Zeit faszinierend und kompliziert und irgendwie bedeutsam empfunden, aber niemals in dieser Form übersetzt in das, was parallel auf der Welt gerade passiert. Das hat uns eigentlich auch immer selber überholt und überrollt. Man darf ja auch die Produktionsprozesse nicht unterschätzen beim Film, es dauert ja immer alles ganz schön lange. Also dass wir jetzt mit so einer Staffel rauskommen, in der so viele Aspekte angesprochen werden, die wirklich jetzt gerade akut werden, ich will es jetzt gar nicht einen Zufall nennen, sondern das ist etwas, was sich gezeigt hat in dem Urinstinkt, sich überhaupt mit dieser Epoche auseinanderzusetzen, dass das der richtige Zeitpunkt jetzt war. Ne? Also wir betonen auch immer wieder, diese gleiche Serie, wenn wir sie 1985 gedreht hätten, wäre nicht annähernd so relevant gewesen oder sagen wir so, hätte nicht so eine starke Resonanz bekommen, das ist einfach nicht zu erwarten, weil sie nicht so in akute und gesellschaftspolitisch relevante Themen reingestochen hätte, wie sie es heute tut. Und es wäre auch, also wir haben 2013 angefangen zu schreiben, das war vor Trump, vor Brexit, vor der Gründung der AfD. Und das sind drei Sachen, die, wenn sie schon passiert wären und wir dann erst angefangen hätten zu schreiben, wären wir gar nicht in der Lage gewesen, das auszublenden und das Publikum auch nicht. Also etwas nicht absichtsvoll zu machen. Wir mussten natürlich dann auch immer dabei bleiben, ja. Aber uns davor zu feiern, dass wir irgendwelche Kommentare geben und so, das machen wir aber nicht. Wir bleiben tatsächlich. Wir hangeln uns zum Beispiel an solchen zeithistorischen Ereignissen wie früher, also bei der ersten war es der Blutmai, jetzt ist es der Kudamm-Krawall 1931 oder der Stennis-Putsch, also Walter Stennis, gespielt von Hanno Kofler, der SA-Gauleiter war in Berlin, der gegen Hitler putschen wollte, ja, oder auch geputscht hat. Und das zeigen wir dann. Also alle diese Sachen sind ja auch passiert und das Wichtigste ist tatsächlich immer dabei zu bleiben, das nicht als Kommentar von unserer Seite her mitzudenken, sondern in unserem Kosmos zu bleiben, weil der Kommentar entsteht wirklich in der Betrachtung bei den Zuschauern und Zuschauerinnen. Und solange das noch da ist, diese Echokammer da ist, haben wir auch das Gefühl, dass es relevant ist, weiterzuerzählen. Wo du es gerade schon angesprochen hast, ich fand zum Beispiel, also insbesondere so diese Massenszenen eben mit Stennis gespielt von Hanno Kofler, hatten eine unfassbare Intensität. Ist das wirklich, sage ich mal, vorab minutiöse Planung oder ist sowas, was dann auch während des Drehs und vielleicht auch im Schnitt entsteht, dass man da so diese Intensität hat? Also das ist eher eine, erstmal eine Frage der Disposition. Also Disposition im Sinne der inneren Disposition, wie wollen wir das denn jetzt erzählen? Also denn ich will jetzt gar nicht verhehlen, dass wir auch am Anfang froh waren bei den ersten Staffeln, dass wir einen guten Grund hatten,
den Nazis noch nicht so eine starke Präsenz in unserem Film zu geben, weil sie faktisch auch tatsächlich noch relativ unsichtbar waren 1929, und zwar gemessen daran, wie groß der Sprung dann zwei Jahre später war. Aber mit Disposition meine ich aber auch das Problem, dass natürlich jeder von uns und jeder Fernsehzuschauer hunderte von Stunden vor dem Monitor verbracht hat und sich krakeelnde Nazis angeguckt hat, die, ich weiß gar nicht, wer das von uns zuerst gesagt hat, ich glaube, einer von euch hat immer mal gesagt, die Nazis sind immer die anderen. So als Satz, ne, im Gestalterischen. Das heißt ja ganz oft, das sind immer diese Typen, die sind so schlimm und so eklig und so fremd und so eigentlich Aliens, die kann man halt so diffamieren und irgendwie in so eine Ecke stellen, die werden auch immer irgendwie ähnlich gespielt, und das ist immer alles so ein Gewese, das einfach nur abstoßend ist. Das kann doch mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun gehabt haben, das ist doch Quatsch. Ja, das ist natürlich komplexer, und das sind natürlich kann man auch nicht sagen, ja, die waren eigentlich alle ganz harmlos, das ist ja auch nicht unsere These, sondern das waren halt Leute, wie wir sie vorher gesehen haben. Das ist ja auch das Faszinierende für uns, dass wir wissen, was wir so in Staffel 1 und 2 alles an Figuren eingeführt haben, das ist völlig unklar, wer wo landen wird, ne? Gesinnungshaft oder einfach nur, wer davon mitgenommen wird von diesem Strom und wer nicht. Das ist nicht, dass man das denen ins Gesicht geschrieben steht, eingeschrieben sieht. Im Gegenteil, da wird man sich auch ganz schön oft vertun. Und da würde man sich heute genauso vertun. Man würde vielleicht von sich selber auch Dinge sagen, die nachher dann ganz anders sind. Das ist etwas, das uns so wichtig erschien. Und das ist das, was ich mit der Disposition dazu meine, wie man das dann auch dreht. Man dreht das eben mit der Vorstellung, dass jeder einzelne von denen jemand ist. Mit dieser Epoche im Nacken, aus dieser Zeit herausgeboren, aus den Schwierigkeiten dieser Zeit herausgeboren, da auch hingetrieben wurde und natürlich auch welche dabei sind, die es angetrieben haben, die auch dann die gruseligeren sind natürlich. Und natürlich gibt es dieses ganze Spektrum. Aber sobald das plötzlich so ein Spektrum wird, ist das für mich eben nicht mehr diese komische, amorphe Gruselmasse, die, wie Heck immer gesagt hat, die Nazis sind doch nie am Baum gewachsen. Dann plötzlich alle runtergepurzelt wie so ein Fallobst. Pass auf, weil man sehr leicht vergisst. Ich erkenne sie nicht mehr wieder. Sie sind für mich gestorben, Herr Rath. Nichts bleibt, wie es ist. Ganz kurz zum Schluss die Frage, also Babylon Berlin, ne, wie gesagt, war ja international ein Riesenerfolg, und ich kann ja nur erahnen, wie viele tausende Stunden Arbeit ihr da alle reingesteckt habt. Also was bedeutet euch das persönlich, wenn ihr halt seht, dass, sag ich mal, euer Baby auch wirklich so viel positive Resonanz weltweit bekommt? Ja, ich finde das immer wieder absolut faszinierend, wenn ich halt höre, dass die ganzen afrikanischen Territorien verkauft worden sind, und ich mir dann vorstelle, dass eine 15-Jährige in Ghana sich Werner Wölbern als Gustav Stresemann anguckt und das interessant findet. Ja. Das finde ich einfach unglaublich, unheimlich tolle, spannende Vorstellung, und das heißt ja, dass wir irgendwo auch in Ländern, wo jetzt die Demokratie nicht so wahnsinnig unter Beschuss ist, irgendwie auch irgendwas dort treffen, was die Leute interessant finden. Mal abgesehen davon, dass natürlich in sehr vielen Ländern die Demokratie absolut unter Beschuss ist und auch am meisten und foremost in den USA. Den kann man ja nicht vorplanen. Es scheint irgendeinen universellen Ton zu geben, der in dieser Serie schwingt, der überall verstanden wird und auch überall gebraucht wird, so als Erzählung, als Referenz. Der Ton ist allerdings, glaube ich, einfach der, dass wir die Zeit aus sich heraus erzählen und eben nie kommentieren und nie von heute drauf gucken. Bei uns könnte es noch so sein, dass es anders ausgeht, und bei uns soll es auch anders ausgehen. Man wird sehen, wie es ausgeht irgendwann, aber... Wir wissen nichts besser. Wir wissen nichts besser. Wir wissen auch noch nicht, dass das alles ganz schlimme Menschen werden, sondern, oder dass die anderen alle sterben, oder dass die und die und so weiter. Das wissen wir alles noch nicht. Das wissen nur die Zuschauer. Alles klar, dann ganz, ganz lieben Dank. Geryon, bereit für die nächste Sitzung?